Das letzte Mal waren wir noch nicht so aus der Puste. Zittern deine Knie schon? Noch nicht. Noch funktioniert alles. Wer will da noch woanders leben? Tun wir es doch. Was? Wir verkaufen alles und nehmen uns hier ein kleines Apartment. Wir müssten trotzdem noch Geld verdienen. Haben wir nicht schon lange genug gearbeitet? Was würden wir sonst tun? Ein Leben als Künstler führen. Nick, wir sind aus Birmingham. Aber nicht gebürtig. Das sieht gut aus. Ja. Bonjour. Bonjour, madame. Da drüben? Dieser Morgan scheint dich wirklich zu mögen. Er hat es ernst gemeint. Er will dich wirklich sehen. Wieso? Was meinst du, was könnte er von mir wollen? Mich zum Beispiel. Könnte er dir nicht helfen? Deine Collage gefällt mir. Wirklich? Ja, sieht toll aus. Du siehst toll aus. Danke. Du warst immer schon elegant und graziös. Hattest immer Klasse. Danke. Und? Na, danke. Was ist mit mir? Was soll mit dir sein? Na, hab ich auch Klasse? Was? Ich schreibe den ultimativen Cambridge-Roman. Oh Gott! Er beginnt in den 1970ern. Orgien, Drogen, Arbeit, Kinder, Scheidung, multiple Sklerose, Sterbehilfe. Also da mache ich doch lieber ein Brustpiercing. Hast du keine flotteren Ideen? Mach mich nicht runter. Früher war ich die Realistin für dich. Du fandst das gut. Bis zu einem gewissen Punkt. Warum tun wir das? Wo fahren wir hin? Was? Warum? Wo? Wir sind in Paris! Ja, warum halten wir da nicht an und genießen es? Zu modern, zu leer, zu touristisch. Zittern deine Knie schon? Noch nicht. Was machen Sie hier in Paris? Gott! Es ist unser Hochzeitstag. Und jetzt haben Sie endlich Zeit füreinander. Jetzt hör schon auf, du Idiot! Keiner schafft es, mich so in Rage zu bringen wie du. Das zeugt von tiefer Verbundenheit. Ich meine, seit die Kinder aus dem Haus sind, was bleibt noch von uns? Wie Beckett sagt, wenn wir Liebe sagen, meinen wir auch Liebe? Was sollen wir sonst meinen? Das ist doch blödes Zeug. Ach, doch! Oh Gott, Nick! Du kannst nicht die gleiche Person lieben und hassen. Das tut wirklich weh. Nicht innerhalb von 5 Minuten. Ich zumindest kann's nicht. Fang mich! Ich finde, wir haben uns ein schönes Wochenende verdient. Menschen ändern sich nicht. Oh doch. Sie könnten schlimmer werden. Gefalle ich Ihnen, Monsieur? Das ist die Rechnung. Das ist dann doch eine ganze Menge. Hol deinen Mantel. Sag's nicht den Kindern. Nick, den ich gestern erwischt habe, wie er mitten auf der Straße mit einer Frau geknutscht hat. Später hat er dann behauptet, es sei seine eigene. Auf die Zukunft. Drogen, Sex, Scheidung, Tod. Ah, Paris. Wer will da noch woanders leben? Auf uns. Versuch's nochmal mit mir und ich verspreche dir, diesmal wird's lustig.